Manuel Fumic ist extrem. Extrem ehrgeizig, extrem professionell und extrem verrückt. Das verlangt das Mountainbiking. Steile Berge, hohe Geschwindigkeiten und gefährliche Hänge lassen das Adrenalin in ihm kochen. Jeden Tag aufs Neue habe ich so Glücksmomente einfach. Wenn ich mit meinem Radl draußen in der Natur bin, dann bin ich so frei von dem ganzen Stress aus der Stadt und von allem. Und deshalb, ich finde es einfach, es ist ein Wahnsinns-Naturereignis, jedes Mal rauszufahren. Und es motiviert mich auch jedes Mal aufs Neue einfach. Als Profi-Mountainbiker ist er jeden Tag mehrere Stunden auf dem Rad. Hinzu kommen die vielen Reisen zu Wettbewerben, die während der Saison fast wöchentlich stattfinden. Manuel Fumic kann seine Medaillen nicht mehr zählen. Deutscher Meister, Europameister und Weltmeister. All das hat er schon erreicht. Außerdem war er schon bei 2 Olympischen Spielen. Diese Medaille fehlt ihm aber noch. Also man sagt ja, beim 3. Mal muss es eigentlich funktionieren. Und da habe ich mir auch einiges vorgenommen. In Peking war ich schon nah dran an der Bronzemedaille. Habe dann leider einen Defekt gehabt in der letzten Runde. Und dieses Jahr fühle ich mich ganz gut. Ich habe einen guten Saisonstart gehabt. Und Olympische Spiele will in London auf jeden Fall eine Medaille holen. Manuel Fumic ist sich ganz sicher, dass 2012 sein Jahr wird. In London will er sich seinen olympischen Traum erfüllen.